das Kärtchen rein. Das ginge zacki, zacki, wo die Ämter wären auf Trappi. Das Virus wäre deprimiert. Und niemand infiziert, ich wär ein Super-Spreader-Typ. Bei einer Textstelle, der gut aufgepasst hat, da hat man gemerkt, wir haben das schon ein bisschen früher ein. Zuvor, wie wir reingekommen sind, begrüßte uns Schottenblech mit dem Marsch Taraxacum, der Löwenzahnmarsch, eine Eigenkomposition von Sebastian Bersch und Sebastian Sternberg. Wer auf den Geschmack gekommen ist, Schottenblech gibt es auch auf Tonträgern. Und wie mir die Herrschaften gesagt haben, wir werden allfällige Wünsche und Anfragen im Anschluss an das Konzert gleich nicht nur entgegennehmen, sondern auch gleich erledigen, wenn es geht. Bevor wir jetzt weitermachen, vielleicht die Herrschaften, die hinten stehen, wir haben tatsächlich da vorne vereinzelte Plätze tatsächlich gewählt. Na gut, dann lassen wir die Sehnsucht wieder aufleben. Aber nicht noch 3G, sondern jetzt einmal noch 3L. Und zwar nach Land, nach Leben und nach Liebe. Oh,
Spaziergängern, von Wanderern, von Radfahrern, bevölkerten und erkundeten den noch so unbekannten Weg. Das Abenteuer zu Hause war angesagt. Und es wurden grundlegende Fragen gestellt. Dazu kam die oft geäußerte Ansicht, so kann es nicht weitergehen, es muss sich was ändern. Produktionsketten, Konsumverhalten, fairer Umgang mit Tier und Mensch, um nur ein paar dieser Stichworte zu nennen. Was ist davon geblieben? Was wird davon bleiben? Irritationen in der Gesellschaft gab es auch früher schon, jetzt in der Kirche drüben schon gesagt. Irritationen und verschiedene Wege wurden auch in der Kunst und auch in der Musik immer wieder probiert und versucht. Und jetzt in den nächsten drei Stücken werden wir Ihnen ein paar dieser Versuche, ein paar dieser Wege näher bringen. Ich sage es gleich, lassen Sie sich nicht schrecken. Danach bietet uns das Stück Roads verschiedene individuelle Wege an. Soundtrack High Roads heißt es da, Long Roads, Hard Roads, Safe Roads. Letztendlich muss jeder seinen eigenen Weg suchen und versuchen zu finden. Stellt sich natürlich auch die Frage, ist nicht dieses ewige Suchen bereits ein Teil vom Sinn des Lebens? Im Anschluss erinnert uns dann Billy Joel daran, dass Weg und Ziel vielleicht auch ganz tief in uns drinnen zu finden sein können. Vor allem in dem, wie wir unsere Beziehungen leben.
noch einmal eine kurze Atempause für Chor und Musiker, führt uns zum letzten Thema, wie ich es nennen möchte, ohne dass wir Sie nicht nach Hause gehen lassen wollen und vielmehr noch, ohne dass wir uns alle das Leben gar nicht vorstellen wollen. Voller Freude über das, was wir sind, was uns ausmacht, was wir gemeinsam geschafft haben, gemeinsam schaffen und was wir noch vor uns haben. Drum schlagen wir uns vor, lassen wir die Sonne herein und geben der Lebensfreude eine Chance. All voll zusammen. Do 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 do
Oh,
Thank you.
Die Feste zu stapeln und gemeinsam dann mit uns zu feiern, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken, zu reden, zu ratschen. Allein die Vernunft sagt uns, dass wir das wahrscheinlich das mal verschieben sollten. Wie gesagt, verschieben. Es wird uns sicher weitergehen. Wir werden wieder einladen. Und wir freuen uns jetzt schon drauf, wenn sie wieder kommen werden. Bis dahin bedanken wir uns alle miteinander ganz, ganz herzlich bei unserer Bürgermeisterin, bei der Andrea Pabinger, dass uns die Gemeinde immer wieder mit offenen Ohren empfängt. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Pfarrer Joachim Selker für seine Gedanken und für seine Worte und vor allem für das, dass er ist, so wie er ist. Ich bedanke mich, ihr habt euch einen Applaus schon einmal gekriegt, ihr habt es gemerkt, es hat gut aufgenommen worden. Wir sind begeistert, dass wir so junge, engagierte Musiker da in Landwesthausen haben. Herzlichen Dank, Schottenblick. Da waren sie alle noch voller Fragen. Das Stück hieß, es ging ein Jäger wohl durch den Forst. Er hat es geschafft. Bedanken möchte ich mich noch bei dir, lieber Leo, für ganz, ganz vieles, das jetzt gar nicht alles aufzählen möchte, aber vor allem, dass du uns immer nur aufhältst. Mit Solidarität und vor allem damit, dass wir vernünftig sind und zusammenhelfen. Ich glaube, so kann es gehen. Und dazu und damit wünschen wir euch allen viel, viel Mut, viel Kraft und Freude im Leben. Und zwar noch mit einem Stück. Auf allen deinen Wegen.
Flauschen nicht.